So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, und zwar ein Wir testen Video, also wir testen ein Spielvideo. Dieses Mal handelt es sich um das Spiel Stay Out. Wie immer komplett blind, bis auf, dass ich mir natürlich die Steam-Seite angeguckt hatte. Tatsächlich habe ich jetzt vor der Aufnahme noch ein Update machen müssen. Und apropos Update, es gab auch ein Update zu, wie hieß das jetzt? Ist natürlich schon wieder lost, schon muss ich raustappen. Hier, Blood of Steel, genau, so hieß das schöne Spiel, was wir auch getestet hatten, wo ich die Frage hatte, so wie bei jedem Spiel eigentlich, also da hatte ich glaube ich auch auf die Steam-Seite geguckt mit euch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da war das letzte Update, was die gegeben haben, auf der Seite selber, ja schon ein Weilchen her. Auf jeden Fall habe ich dafür auch gerade noch ein Update in meiner Steam-Bibliothek. Also gut, wenn wir jetzt schon einmal draußen waren, kann ich es euch auch zeigen. Hier, von knappen 200 Mbits. Ich meine, wir können ja mal gucken. 17. Juli, also vor 2 Tagen. Geschweige denn 18. Juli. Service Quality and User Experience. Ja gut, die wollen halt genau Updates machen oder haben Updates gemacht und die kann man sich jetzt runterladen. Genau, so viel dazu. Ja, jetzt zu Stay Out. Ich kann euch echt noch nicht viel zu sagen, bin ich euch ganz ehrlich. Ich weiß nur, dass die Charaktererstellung schon ein bisschen so lala war. Hier, ich kann hier den Kopf. Schon mal ein cooles Feature, dass man den hier headbangen lassen kann. Ja, Spaß beiseite. Genau, man kann am Anfang erstmal sich einen Namen geben und seinen Charakter so ein bisschen standardmäßig erstellen. Viel Auswahl gibt es da nicht. Jetzt mittlerweile konnte ich dann, seitdem ich das gemacht habe, jetzt hier ein bisschen. Also nicht viel mehr, aber ein bisschen was in der Gesichtserstellung machen. Hier war ich noch nicht drauf. Hier ist sicherlich irgendwas mit kaufen. Ich meine, wir können uns das ja mal angucken. Ja, hier 85,50 Euro. Für gewisse Tage. Ich hoffe nicht, dass dieses Spiel Pay to Win ist, aber das sieht mir tatsächlich fast schon so aus. Ich will da jetzt aber nicht, also ich will hier voreingenommen rangehen. Ja, dann gibt es hier noch einen Store. Auch ihr seht, alles mit Echtwährung. Es ist halt alles, so wie es aussieht, mit Echtwährung, was ich jetzt schon mal nicht so feier. To get some goods, you need to open a warehouse of any NPC storekeeper. Okay. Ich weiß nicht, was das hier ist. Tschechisch oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Russisch, würde ich sagen. Und Englisch. Da hätte ich mir natürlich was Deutsches gewünscht. Englisch komme ich gerade noch so mit klar. Genau, hier kann man noch Einstellungen machen. Partnership-Programm, da war ich noch nicht drauf. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Promocode und Support und Quitten. Man kann auch scheinbar 3 Charaktere machen. Vielleicht auch mehr, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall 3 Charaktere. Und ohne jetzt lang noch hier rumzupimmeln, starten wir einfach das Game. Ich glaube, es ist ein bisschen laut. Für mich war es auf jeden Fall gerade ziemlich laut. Das werden wir gleich nochmal ändern. Es ist auf jeden Fall, so viel kann ich sagen, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, so ein Survival-Game. So in die Richtung. Ja, aber genaueres werden wir jetzt halt einfach zusammen uns angucken, wie es sich spielen lässt, was es ist. Leider, warum auch immer, keine Ahnung, ob das jetzt an dem Spiel selber lag. Alter, das ist laut. Ich quatsch gleich weiter. Welcome. Ja, ich kann. Welcome, this is tutorial location. There are no other stalkers here. To make cursor appear, please press tab. Yo. This window is active. You can move it with a cursor to any part of the screen. Okay.
Press tab again to make cursor disappear. Use VST for movement. Step to the guide. Ganz kurz mal, kann ich einmal. Was ich sagen wollte ist. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah, komischerweise kann ich mit Windows Shift und Pfeiltaste leider das Spiel nicht auf meinen anderen Bildschirm ziehen, weshalb ich jetzt ganze Zeit, also so gesehen, in die Kamera gucke, was ja auch jetzt nicht dramatisch ist, aber so ist es für mich immer ein bisschen unnatürlicher, wie als wenn ich auf diesen Bildschirm gucke. Genau. Nur 50, die Ingame-Musik auch auf 50. Oh, das ist ein bisschen sehr leise jetzt, glaube ich. Dann machen wir mal 80. Ich glaube, das ist angenehmer. Ich hoffe es. Step to the guide. Das läuft auf jeden Fall bis hierhin flüssig. Und es sieht. Also, ich bin jetzt nur auf High, aber es sieht in Ordnung aus. I guess. Mit Shift kann man schon mal rennen. Na egal. So, Minion, du hast was für mich. Was muss ich denn machen? Talk to the guide by pressing the F-Button. How was your journey? Hello. I got here just fine. Also, wie war deine Reise? Hallo, bis hier war es in Ordnung. Oder ich bin hier gut angekommen. Das ist gut. Wir verlassen das jetzt hier. Are we in the real zone? Sind wir in der realen Zone? Oder ist das ein anderer Staat oder ein entfernterer Staat oder irgendwie so? Tired of excursions to the abandoned buildings and want to see some real miracles. You see miracles. To make it work, we have to go a certain path. You must follow me and do exactly as I say, otherwise the zone will not accept you. Understood? Okay, der, sorry, aber das zu übersetzen. Also ich weiß nicht, was das hier heißt. Also er fragt im Endeffekt, ob ich irgendwie. Also wir müssen nur zu irgendeinem bestimmten Weg gehen. Oder irgendeinen bestimmten Weg gehen. Ich muss ihm folgen. Und genau das tun, was er sagt. Andererseits wird die Zone mich nicht, oder wird die Zone uns nicht akzeptieren, und ob ich es verstanden habe. Sounds fishy. Okay. Übersetzung ins Englische ist, glaube ich, auch schon nicht so stark, wenn ich das jetzt so, aber gut, weiß man ja nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu schlecht im Englisch. Also klingt auf jeden Fall komisch, oder es ist ein Deal. Ja, weiß ich nicht. Klingt für mich ein bisschen komisch. Ich denke nicht. I don't think you put in so much effort to give up at this last moment. Ich denke nicht, dass du so viel Mühe da reingesteckt hast, um im letzten Moment aufzugeben. Yeah, follow me or obey or get in the boat and accept the fact that you missed your only chance. Understood? Entweder folgst du mir und machst so gesehen, was ich will. Oder was ich dir sage, oder du gehst in das Boot zurück und akzeptierst den Fakt, dass du deine einzige Chance verpasst. Verstanden. Der ist mir ein bisschen dominant, der Junge hier. Der alte Knacker. Stalker Guide. Okay, gut. Hatte gar keine andere Möglichkeit. Hätte ich auch gleich sagen können. Das ist in Ordnung. Then there's no reason to stay here. We have a long way to go. Ja, dann ist hier kein Grund stehen zu bleiben. Zu warten, wie auch immer. Wir haben einen langen Weg vor uns. Okay, na dann. Bin mit dem Boot hier angekommen, okay. Mich würde mal interessieren. Okay, der läuft weiter, gut. Sieht mir so aus, als wenn ich das tatsächlich auf Very High spielen kann. Are you sure you want a change? Jo. Bitte. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob sich da viel geändert hat bis jetzt. Man kann auch noch ein bisschen selber rumspielen. To shift to crouch mode
Use. Oh, was? C-Button or Hold Control. Also Steuerung oder C. Ah, ne, ich. Entweder Steuerung halten oder Control, also C drücken. Einmal nicht gedrückt halten. Jetzt soll ich wieder mit ihm reden. Super, das ist ja ein schönes Tutorial. Gut, hier sind, von hier aus sind das 300 Meter Rennen. Lass uns beeilen. Schnapp mich. Ich bin bei dir. Ich bin, glaube ich, ein bisschen ticken schneller als, obwohl, ne, jetzt rennt er ja richtig los, Junge. Der hat auf jeden Fall eine fette Knifte auf dem Rücken. Ich frage mich, ob das sowas wie... Ich glaube, ich bin der Meinung, ich kann mich an Monster erinnern auf jeden Fall. Andere Online-Spieler und Monster. Ich glaube aber nicht so normale Zombies oder sowas, sondern ein bisschen andere Arten von Monstern. Ob das jetzt so ein DayZ ist, ich denke mal, das ist so eine Art DayZ oder Escape from Tarkov oder sowas. Also eher so DayZ-Richtung. Irgendwie sowas wahrscheinlich. Das ganze Knacken und Knistern hier macht mich irgendwie ein bisschen kirre. So. Hallo. Aufgewärmt, Fragezeichen. Okay, dann lass uns weitergehen. Listen, how long have you been here in the zone? Sag mal, wie lange bist du jetzt schon hier in der Zone, okay? Oder wir sagen, okay, los geht's. Quite long. Lang genug oder sehr lange. So, also was ist das? Wie ist es hier? Die Zone ist nicht wie jeder andere Platz. Tja, die Zone ist die Zone. Okay. It's like coming to a foreign country. At first you are surprised, then you get used to it. Es ist wie in eine andere Stadt, also in ein anderes Land zu kommen, glaube ich. Foreign, ich weiß nicht, was das genau heißt gerade. Am Anfang bist du überrascht und dann gewöhnst du dich dran. Oder am Anfang ist es komisch und dann gewöhnst du dich dran. I don't see anything strange yet. The forest looks quite ordinary. Ich sehe bis jetzt nichts Verrücktes oder Komisches. Der Wald sieht ziemlich normal aus, würde ich sagen. Heißt ordinary, ich glaube schon. Oh, so viel Text, ey, bitte nicht. The first law of the zone. Behind the things that look ordinary, there's always something that the zone is hiding from you. The second law of the zone is always near, even if you don't feel it. You will forget this question of yours when we reach the warehouse. It's not far. Okay, also im Endeffekt, die erste Regel der Zone. Hinter den Dingen, die normal ausschauen, sind immer, also... Ja, sind immer Dinge, die die Zone vor uns versteckt. Die zweite Regel von der Zone ist, oder für die Zone ist immer nah. Selbst wenn ich es nicht, oder selbst wenn wir es nicht fühlen oder nicht merken. Ich werde diese, oder wir werden diese Frage schnell vergessen, wenn wir das Warenhaus erreichen. Es ist nicht weit. Okay, also los geht's. Gleich jetzt. Also wir müssen uns jetzt weiter bewegen. There will be time for talking later. Da wird später Zeit zum Reden sein. Okay, let's go. Follow the guide. Gutes Tutorial. Bis jetzt zeigt und sagt mir nicht viel, also wie man gewöhnlich steuert, das weiß man nun eigentlich aus jedem anderen Spiel auch. Das ist ja eigentlich fast überall gleich. Oder wenn nicht eigentlich überall gleich. Jetzt soll ich den schon wieder bequatschen oder was? Wir sind 2 Meter gelaufen, Digga. Before moving on, we need some refreshments. Did you bring something to eat? You have to be careful with the local flora here. Flora? With meat from local animals, most of the produce is unfit for consumption without cooking, and you need to boil the water around here too. Let's see what you have in the way of food in your backpack. Also, bevor wir uns weiter bewegen, brauchen wir eine Erfrischung, so gesehen, oder was zu essen, was zu trinken.
Er fragt, ob ich was mitgebracht habe zum Essen. Wir müssen vorsichtig sein mit den lokalen Möglichkeiten hier, würde ich sagen. Und mit dem Essen vom hier, also von den hier lebenden Tieren. Weil die meisten der Produkte nicht essbar sind, ohne sie zu kochen. Und wir müssen das Wasser auch erwärmen oder kochen. Und dann sagt er, na okay, lass uns mal sehen, was du an Essen in deinem Rucksack hast. Ich habe ein paar Sachen hier. Eine Kanne of stewed meat. Also Fleisch. Und ein bisschen Wasser. Und hier, guck. Eve Inventory, wer hätte es gedacht. Use cursor to drag the bottle of water, stew or medkit to the instant access slots at the bottom right of the screen. Also hier wahrscheinlich die Can of stewed meat, can of stewed meat. Water. Okay, dann essen. Trinken. Medkit. Oh, Jackknife. Schweige, mache ich das glaube ich mal so. Hoppala. Das ist glaube ich besser. Genau, und jetzt schließen wir mal. Drink water and eat the stew. Okay. 4, 5, 6, 7. Das ist ein bisschen kleiner unten, bin ich ehrlich. You can activate the items from instant access slots by pressing corresponding numbers. Ja, also wir können die direkt aktivieren, logischerweise. Indem wir die Nummern, geschweige denn die Tasten dazu drücken. Soll ich wieder mit dem reden? Hallo? Hast du gegessen? Ja, was nun? Hast du ein Messer? You should hang it on your belt. Du solltest es in deinen Gürtel hängen oder stecken, um Zeit zu sparen, wenn du es brauchst. Wenn du was put something on your head. Ich sollte besser was auf meinen Kopf packen, also ein Bandana oder ein Helm oder was auch immer. Gib mir das jetzt. Equipment Window U. Okay, muss ich dafür? Nee, ich. Equip the knife and the bandana. Use cursors to drag the needed inventory. Press right and choose equip. Ah, okay, mit der rechten Maustaste kann ich dann hier. Kann. Okay. Das kann ich auch equippen. Ist das wo auch immer? Hier haben wir noch Achievements, PvP Stats, Player vs. Player. Characteristics. Okay, das ist cool. Bisschen anders als man es sonst irgendwo kennt, aber ist in Ordnung. Und also ich glaube jetzt schon zu wissen, es könnte ein cooles Spiel werden. Ich kann mir da jetzt noch nicht so ein riesen... Ich will mal das Messer rausholen. Kann ich das? Kann ich nicht. Aber es wird ein Spiel sein, selbst wenn es cool ist, wo ich sage, das muss man halt zusammenspielen. Dann macht es halt einfach am meisten Spaß. Lass uns ein bisschen Feuerholz finden, während wir im Wald sind. Das könnte nützlich sein. Okay. J für John. Journal. Quests. Finde in der Nähe Feuerholz, während es in der Quest ist oder als Quest ist. Drücke F to pick up an item, also F drücken, um ein Item aufzuheben. Location abandoned warehouse, search for firewood in the area. You get kein Geld, aber Experience. Okay, mit J war das, ne? Richtig. Ich bin euch ehrlich, ich weiß nicht, ob ich gerade sonderlich... Also es ist nicht verkehrt, ja, aber ob ich das... Alter, das war ein komisches Geräusch. Ob ich das jetzt gerade sonderlich brauche, bin ich ganz ehrlich.
Das ganze Knacken macht mich richtig kirre. Aber die Atmosphäre finde ich echt cool. Es gibt auf jeden Fall schon einen relativ gruseligen Vibe. So. Jo, Feuerholz gebracht. Habe ich gebracht. Okay, dann lass uns weitergehen. Okay. Gott, habe ich mich erschrocken. Ich kann jetzt prinzipiell noch mehr Feuerholz sammeln. Also es wird ja angezeigt mit diesem Strahl. Dass der ab und zu einfach lossprintet. Man denkt irgendwie, der rennt vor irgendwas weg oder so. Also wenn die auch Richtung DayZ gehen, dann wird das auch so sein, dass du unbedingt Essen, Trinken und so dauerhaft brauchst, weil sonst du da halt verhungerst und da trinkst und es war mit ihm los. Ist natürlich der Realismus, ne, das ist cool, aber ich hoffe, das ist nicht so übertrieben. Geschweige denn, das kann ruhig auch übertriebener sein, aber da muss halt einfach, müssen die Gegebenheiten dafür da sein, dass man das auch ordentlich hinkriegt. Da hat man schon wieder irgendwas gehört. Ich weiß nicht, wie die Sounds für euch gerade sind. Die Geräusche sind nicht schlecht. Also, siehst du das Breach? Ich weiß nicht, was Breach ist. I think it just appeared all by itself, but I don't think so. Throw a stone over there and you see something interesting. Ich denke, er meint das Loch wahrscheinlich, das in der Mauer. Du denkst, es ist einfach nur so gekommen bei es selbst. Also ich denke nicht. Werf einen Stein darüber und du wirst was Interessantes sehen. Okay. Throw a stone into the fence breach and by pressing to check if here is an anomaly. Mach ich? Muss ich einen Stein aufsammeln oder? Aua, aua. It's dangerous to move over alone. You need to finish all the tasks and go after the guide. Ja, ich drück doch die Taste, die er will, dass ich sie drücke. Throw the stone into the fence breach by pressing the... Was habe ich denn jetzt gemacht? Mit Z hebe ich gerade irgendwas auf. Ich weiß nicht, was ich da gerade aufhebe. Inventar. Ich habe aber auch keinen Stein, ne? Mit O macht man ein Clan-Window auf. Okay. P ist ein Crafting-Table, so wie es aussieht. Damit. Mit Ö. Mit Ö werfe ich Steine, die ich scheinbar einfach so. Oder habe ich davon jetzt nicht unendlich viele? Doch, davon habe ich unendlich viele. Okay, gut. Siehst du das? Das ist eine Anomalie. Wenn du sie nicht bemerkst, bist du tot. Gewöhne dich daran, Steine zu werfen in sus places, in suspekte Plätze, before you walk in yourself, also bevor man reingeht. Die Zone spielt nicht herum. How we can get through the anomaly? You did know there's an anomaly here, right? Vielleicht tue ich das, ja, oder vielleicht tat ich das. Und du wusstest es nicht. Das ist, warum ich dir
die Zone hier zeige. Wie kommen wir da durch? Wir können nicht da durch. We don't want any injuries. Wir wollen keine Verletzungen. Let's walk along the fence. Also lass einfach um den Zaun herumlaufen. Vielleicht ist da ein anderer Platz, wo wir rüberklettern. Where we can climb over it. Ja, wo wir rüberklettern können. Okay, das heißt, man kann Anomalien nicht ohne weiteres, ohne Schäden durchkreuzen. Na, muss nur ja weit laufen. Sag mir bitte nicht, ich muss schon wieder mit dem reden. Ich weiß doch, wie wir da rüberklettern, Junge. Bitte. Hier können wir rüberklettern, ohne Probleme. Komm, folg mir und brich dir nicht die Beine, wenn du springst. Was ist dieses Warenhaus? Ich erinnere mich nicht, das auf der Karte gesehen zu haben. I don't know what maps you look. Ich weiß nicht, auf was für eine Karte du guckst. Oder was du auf was für eine Karte du geguckt hast. In der Zone, die ich kenne, ist das Warenhaus immer hier gewesen. Seitdem wir zu dieser Zone gegangen sind, ist das Warenhaus auf deiner Karte ebenfalls. So we're going to this zone, the warehouse is now on your map too. Get used to it. Ja, get used to it. Das höre ich jetzt schon die ganze Zeit irgendwie, ne? Okay, let's go. Okay, irgendwann kommen doch hier safe. Also der hat doch nicht umsonst eine Knifte am Rücken. Der hier irgendwo werden doch irgendwann Monster oder irgendein Monster kommen. Wahrscheinlich mit einem fetten Jumpscare, dass ich mich voll erschrecke. Ich sag's doch. Oh Gott. Ich erschrecke mich vor diesem komischen Scheiß-Sound. Bestimmt reden wir jetzt darüber, dass da was war. Wenn nicht, dann mache ich mir Sorgen. Okay, also, wir haben es bis hierhin gemacht. Ohne wirkliche Probleme. So, also sollten wir diese Chance nutzen und für irgendwas, also nach irgendwas Nutzvollem hier gucken. Während die Zone uns noch verschont. Go ahead, but keep it short. Also ich will ihm was fragen, er sagt, ja, halt es kurz. Wo gehen wir hin nach dem Warenhaus? We? Also er fragt wir, Fragezeichen. Ich will, dass du die Zone, I will take you to the zone. In the, ich werde dich zu der Zone bringen. Ich dachte, wir sind in der Zone, aber okay. Und das war's. Then we go, und dann gehen wir getrennte Wege. When we part ways. Oh Gott, also wann werden sich unsere Wege trennen? Wenn die Zone das Zeichen gibt. Also bei Zeichen wird wahrscheinlich dann sein, wenn irgendwelche Monster rauskommen und uns angreifen wollen. Dann sagt er wahrscheinlich, jo, viel Spaß, ich bin weg. Naja, du siehst, Bruder, ich bin der Guide. Kein Babysitter. Everyone in the zone is looking for his own. Jeder in der Zone ist, also guckt auf seinen eigenen Weg. But this is the lyrics. Das sind die Lyrics. Okay, also das so gesehen, das sind die Regeln vielleicht. Oder so läuft das halt hier, keine Ahnung. In fact, here are two things you need to know about the zone. Also hier sind zwei Sachen, die ich über die Zone wissen muss. Wir hatten eigentlich schon die zwei Regeln. First, there are no direct paths. Also als erstes, da sind keine direkten Wege. Take this literally. Nimm das beim Namen, würde ich sagen. You can walk several kilometers in one direction on the compass and say... and say get to the place from which you left, or on the contrary, you can be 300 kilometers from your destination. The second thing... Also die zweite Sache ist, es wird schwierig sein. It will be difficult for you to know, to understand us now. So you will have to take my word for it.
all roads and paths in the zone meet in a certain place, although the word place does not convey its essence. Some people call it the center, others call it the heart. I call it the source. Don't try to play logic here, just remember my words. Now let's go, enough talking. Also die zweite Sache ist so gesehen, dass es irgendwie eine Mitte gibt. Andere nennen es das Herz, andere nennen das halt die Mitte. Er nennt das wohl die die Quelle. Warte mal, you have to take more. All roads and paths in the zone meet in. Also alle Pfade und Wege führen zu einem bestimmten Platz und das ist halt wohl die Mitte. Okay, let's move on. Okay, gut, du kannst mal gerne da hingehen, weil das kommt mir richtig sass vor da hinten. Ich weiß nicht, ob das ein Hund ist oder ein Monster oder vielleicht ein montierter Hund, mutierter Hund oder so. Auf jeden Fall arschlaut. Da haben wir eine Kiste. Check the box. Ja, ich würde gerne die Box checken jetzt. Negant Revolver. Okay, jetzt haben wir einen Revolver. Okay, Negant ist gut. Eine Waffe in der Zone wird nützlich sein. We just need to find ammo. Wir brauchen nur Munition. Lass uns danach gucken. Okay. Weil hier sind doch noch andere. Warum gehen wir denn... Warte mal. Ich hoffe, das ist jetzt kein blöder Fehler hier, den ich mache. Die Sounds sind, die haben sie echt gut gemacht, muss man sagen. Okay, ist absolut nichts drin. Geil fände ich es, wenn das hier auch so wie bei DayZ ist, glaube ich, so, dass wenn du in eine Richtung rennst, dann kannst du dich mir nebenbei umgucken. Das finde ich, immer sehr cool. Sind das Backsteine oder Munition? Ich glaube, es sind Backsteine. Ja, natürlich sind hier ausgerechnet zwei Boxen, eine mit einer Knarre und eine mit Munition. Jar of Grease und Bandages. Hier ist nichts Nutzvolles drin. Lass uns weitergehen. Manchmal musst du... You need to circle around these places for a while to get lucky. Manchmal musst du eine Weile hier rumlaufen, bevor du was Gutes findest, so gesehen. Meint er das jetzt auch wortwörtlich, dass man wirklich jedes Mal irgendwie hier einfach nur umkreisen muss, so eine Orte, und spawnt immer wieder, oder? Das würde mich jetzt dann auch gleich mal interessieren, aber gut, egal. Dann folgen wir ihm mal, hier ist halt weiter nix. Ich denke mal, jetzt im Tutorial wird hier nicht irgendwo was anderes sein. Das würde mich doch dann sehr stark wundern. Hier ein fettes Haus, da wird doch bestimmt irgendwas drin sein. Jetzt rennt der Opa auf einmal gar nicht mehr. Oh. Oh. Ich will nur mal darauf hinweisen, lest mal den Namen verkehrt herum. Falls ihr das gut erkennen könnt. Ox weg. K-E-V-S-K-O. Take a look at the item laying next to the dead stalker's arm. Strange object. Ew. Speak to the guide and find out what's going on. War ich jetzt zu schlecht oder was? Item lost bandana. Der hat mir ein Bandana abgezogen. Das, was er mir geschenkt hat, hat er mir abgezogen. Sorry, amigo, but this thing won't be any use
be of any use to you. One day you understand that I had to do this. The damage isn't fatal. Fatal, yeah, I think you'll survive. Maybe we meet again somewhere down the road one day, who knows. Also, tut mir leid, Amigo, aber die Sache hier, denke ich mal, wird keinen Nutzen für dich haben. Eines Tages wirst du verstehen, warum ich das getan habe. Der Schaden ist nicht fatal. Ja, ich denke, du wirst überleben. Vielleicht sehen wir uns irgendwann oder treffen wir uns irgendwann wieder irgendwo an der Straße, in der Straße, am Ende der Straße, keine Ahnung. Wer weiß das schon? Ende der Luke. Okay. Der hat uns mies hops genommen, der Bray. Es wird ein langes Wir-Testen-Spiel, habe ich so das Gefühl. Wir-Testen-Video meine ich. Wir sind jetzt schon bei knapp 40 Minuten. 36 Minuten sind wir. Eigentlich will ich die Videos nicht so lange machen. Aber gut, jetzt haben wir das Tutorial durch. Jetzt würde ich gerne noch so ein bisschen mal reingucken. Jetzt haben wir natürlich schon so ein bisschen was gesehen, aber ja, jetzt will ich halt auch einmal kurz hier für ein, zwei... Offer trade at a friend list. Hello, buddy. Whisper. Ey, nicht killen. Nee, nee, nee. Nicht killen. Hat man hier irgendwie Sprachchat? Oh. Nee, sorry. Gibt's hier irgendwas? Kann ich mal bitte aufhören? Invite to a squad. Wants you to add you to friend list, do you agree? Yes. Der hat halt schon eine Knarre, warum hat er eine Knarre? Ach so, wir haben ja alle eine Knarre, ne? Inventar. Equip. Das wird eine Platte sein. Hier, keine Ahnung, extra Taschen oder so. Okay. A note from the guide. Car Medikit. Matches, also Streichhölzer. Bandagen, Holz. Muni. Divide, also spalten, droppen, meet, anti-rat, charges belongs to quest giving out the first. Ich weiß nicht, was das heißen soll, okay. Oh. Also mit V kann ich schlagen, geschweige denn jetzt stechen. Mit R hole ich warum auch immer die Waffe raus. Ja, mit Z kann ich irgendwas aufheben, wo ich aber keine Ahnung habe, was ich da aufhebe. Ah, auf M hat man die Map. Okay, ich frage dich, ob es... Doch hier scheint auch noch irgendwas zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass es die... Da, wo man das Tutorial macht... Und frag dich, ob es hier noch irgendwie weitergeht. Okay. Hier, wo wir sind, können wir aber scheinbar... Hallo?
Ach so, mit. Nee, jetzt geht das nicht. Oh. Sorry, Bro. Ich hole mal lieber mein Messer raus. Information F1, Friends and Making a Squad, Tutorial Map, Lasnia Station. Only limited number of players can play in Lasnia Station location at the same time. If you want to explore this location with a friend, add him here to him, her to friends while in the while in the game and invite him her to team. They should be online on map. You can have a free roam mode in Louisbeck. Open friends list. Okay. Press F11 to open the friend list menu. Click to add the list. Ja, okay, komm. Ich sag okay, euch ehrlich, darf ich jetzt. Ey, hey, hey, hey. Warum? Jetzt, okay, das backt ein bisschen rum, habe ich so das Gefühl. Halt. Kann ich den hier mit denen kann ich doch. Ich mache einfach mal die alle auf eine Friendlist. Oh, was ist hier los? Chat. Wie kann ich denn. Mit Tab war doch eigentlich. Doch, sage ich doch. So. Add to friend list. Nobody. Okay, gut, die reden nicht mit mir. Mit 11. 11. Hier sehe ich jetzt nur meine Freundschaft. Der ist scheinbar gerade irgendwie in eine Quest gegangen oder sowas von dem hier. Ich frage mich jetzt, ob man hier irgendwas looten kann. Der andere Kollege muss ja hier noch irgendwo sein, ne? Ich gehe mal hier. Irgendwo rein. Alter, dauert das lange, das Ding aufzumachen. Aber mit F kann man dann take everything, okay. Ich weiß nicht, inwiefern das, ob man hier auch irgendwo einfach nur so random dann was hat. Doch, hier, sag ich doch. Nee, die Schuhe nicht, aber das Suitcase. Okay, na, sieht ganz interessant aus, muss ich sagen. Es, ja, ist halt Pilz-Nose-Bar. Das ist Ammo, die ich brauche. Das ist Ammo, die ich brauche. Das ist cool. Und die ist nicht split. Okay. Ja, ich denke mal, es ist nicht verkehrt, jetzt hier erstmal ein bisschen sich umzugucken, ne? Schränke kann man nicht aufmachen. Ich würde gerne mal die ganze Tastatur hier einfach mal. Achso, ganz kurz mal. Hier, Chat blinkt wieder. No grenades. Man kann traden. Gruppe. Hier kann ich irgendwie was Neues aufmachen. PvP, Player vs. Player. Vielleicht noch Einstellungen. GH. J, J ist Quests. K ist. Oh. Oh. Ein Skill Tree. Sehr interessant.
keine Punkte. Man kann auch ein bisschen näher ranzoomen. Okay. Also auf K ist Skilltree. Mit L habe ich jetzt gerade ein Streichholz angezündet. Ö war Steinwerfen. R ist nix. P ist Crafting. Man müsste mir das alles irgendwie vielleicht mal aufschreiben. Also wenn ich denn jetzt... Okay, ja, QE ist so... Okay, das ist alles schon interessant. Oh nein. Oh. Okay, mit V gedrückt halten kann ich so einen stärkeren Angriff machen, so wie es aussieht. Jetzt kann ich hier nicht rein. Okay, gut. Er macht denn eine Tür? Die so klein ist, dass man crouchen muss. Das macht aber gar keinen Sinn. Hier die Axt prinzipiell könnte man ja aufnehmen. Hoppala. Komme ich doch sicherlich irgendwie rein, oder? Chemicals. Chemikalien. Ja, gut, keine Ahnung, was das bringt. Also scheinbar wieder ganz wichtig, dass man hier einen Rucksack oder so sich irgendwie beschafft. Und vor allem, wahrscheinlich sich irgendwie dann was baut. Ich denke mal, das ist möglich. Sich was baut und dann irgendwie halt selber Kisten oder sowas baut. Ich kann mich jetzt hier wirklich frei rumbewegen, ja? Und Quests machen. Denke ich mal bei dem Typen. Ich hole halt immer die Knarre raus. Auf 3. Ah, auf 3. Wenn ich 3 nochmal drücke, kann ich die auch wegstecken. Verstehe. Okay. Hier rechts habe ich ein Holster. Okay. Hier haben wir einen Trinkbrunnen. Da steht gerade irgendwas. Mit dem kann ich was machen. Drink. Ich würde gerne meine... Man kann ja dann scheinbar auch seine Stats sehen. Aber von denen sehe ich nichts. Hier sind es meine Währung, Gewicht, wie viel Platz im Inventar ist. Das ist tatsächlich gar nicht so wenig. Das finde ich cool. Autosortieren mal an. Aber mein... Hallo? Kannst du aufhören zu crouchen, bitte? Danke. Look around. Ah, wenn ich Alt gedrückt halte, dann kann ich sogar so frei rumgucken. Okay, cool. Alt groß ist auch nochmal. Okay. Okay, irgendwo gibt es bestimmt auch eine Taste für... F1, F-Information. For list of console, comments, type help in the chat window. Health and stamina regenerate faster around a fire. Okay, hier sind nochmal Informationen, Tipps und so. Okay, hier kann man sich das alles angucken. Wir sind gerade... No PvP-Zone, also hier kann man keine Leute töten. Medium Hungerlevel. Ist das vielleicht mein Stat schon gerade? Ich will mal was gucken. Ja. Keine PvP-Zone. Okay. Ja, relativ viel versprechen, muss ich sagen. Also... Ich würde das... Guck mal, der scheint mir vielleicht eher englischsprachig zu sein oder so. Ist besser als zu versuchen, sich mit jemandem
Item lost matches, item added title. Okay, ich habe aber nicht alle Streichhölzer jetzt verbraucht, oder? Nee, wollte gerade sagen. Also einer wird dann verbraucht, okay, gut. Ja, wenn man da halt irgendwie jemanden hat, also auch gerne mal, könnt ihr mal sagen, oh, wir haben hier noch Safe Area. Ah, okay, wenn ich jetzt hier die Waffe als sehr aufgestanden ist, das provoziert den dann. Hi, okay, ein bisschen durstig. Okay, gut, man muss aufpassen. Wir gehen mal zum Main-Menü. Ich hoffe, das speichert einfach so. Das wäre dann auch noch eine Frage. Ja, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich will das hier nicht noch weiterziehen. Mein Fazit dazu, dadurch, dass es auch heute erst ein Update gab, ich denke, die sind da noch auf jeden Fall dran. Ich finde, es sieht ganz gut aus. Also man kann sich das auf jeden Fall angucken. Falls irgendwer da draußen von euch dieses Spiel spielen möchte, es ist free to play. Das hätte ich mal ganz am Anfang erwähnen sollen vielleicht. Es ist free to play. Also keine große Sache. Und irgendwer, der da Lust hat drauf, kann ja gerne mal einen Kommentar da lassen. Und dann kann man sich mal mit Discord oder so verlinken und ja, kann vielleicht mal ein paar Runden da spielen. Ich denke, ich überlege mir das noch, aber ich neige dazu zu sagen, ich mache darüber noch ein paar Videos und nehme ein bisschen da was auf und spiele ein bisschen. Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Ich lasse das auf jeden Fall drauf und da werde ich definitiv das eine oder andere Mal noch reingucken. Mache ich mir noch Gedanken drüber. Ja, wie gesagt, die Sachen, so viel dazu. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und wie sonst auch immer in den Videos, hoffe ich, ich konnte hier jemanden von euch ein Spiel näher bringen oder zeigen, was euch dann auch gefallen könnte und was ihr dann vielleicht spielt und Spaß dran habt. Genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut da rein.